Na Leute, seid ihr bereit, den Bann zu brechen? Weil das ist nämlich der Name der vierten Episode hier im dritten Kapitel, Breche den Bann. Und es sieht ganz danach aus, als würden wir zu Thrillerbark zurückkehren. Dann soll es eben so sein. Und vorher noch eine ganz kleine Info. Dank euch weiß ich jetzt, dass ich die Freundesepisoden machen muss, weil sonst kann ich nämlich das letzte Kapitel gar nicht spielen. Das ist mehr oder weniger, ja, das vierte Kapitel hat zwar dann ein Ende, aber das fünfte und finale Kapitel hat dann das richtige Ende dieses Spiels. Und das kann ich aber nur freispielen, wenn ich alle Freundesepisoden durchgespielt habe. Problem ist nur, was ich so gehört habe, das sollen, glaube ich, 39 Freundesepisoden sein. Und das ist verdammt viel und die möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht alle zeigen. Also ich glaube, die werde ich offscreen machen, weil das würde das Let's Play einfach zu sehr in die Länge ziehen. Und deswegen mache ich das, glaube ich, lieber offscreen. So spannend wird das, glaube ich, auch gar nicht sein. Aber ich muss sie, wie gesagt, machen, weil sonst gibt es kein richtiges Ende von dem Spiel. Und das will ich ja dann auch wieder nicht. So, und wir legen jetzt direkt los. Wir setzen Segel. Und ich habe das schon mal offscreen auf Vorbett gelästet. Ich habe Mihawk, der mir hier empfohlen wird, bereits auf Level 26 gebracht, damit es nicht mehr so lange dauert, hier Fähigkeiten und Münzen und so auszurüsten. Das habe ich alles schon getan. Und ich finde, der Typ ist einfach so Bombe. Deswegen muss man den einfach nehmen, weil er ja jetzt mit dabei ist. Und jetzt ist er eine Empfehlung sogar. Also werde ich den auf jeden Fall nehmen, diese ganzen Zombies über den Haufen zu schlitzen. Also, let's go! Himatsubushida. 革命軍幹部エンポリオ・イワンコフもまた麦わら白ひげ連合を黒ひげ連合の対抗勢力に仕立てるべく合流を申し入れ、イワンコフの話、イワンコフは世界が闇と霧の支配から逃れるためには対抗勢力である麦わら白ひげ連合の戦力をさらに強化する必要があると主張した。一方、新たに加わったクロコダイルより ロビンとウソップがスリラーバークにいるらしいとの情報を得たルフィは2人の奪還を最優先にしたいと主張。白ひげはこれを受け入れたのだった。仲間が心配なのは分かるけど、今は戦力の増強を最優先させるべっきゃぶるよ。まずは有力な海賊団を傘下に入れて、そんなことは分かってるよ。だが、放たれ海賊を100人味方にするより、麦わら小僧の仲間の方が期待はできるだろうぜ。なん、好きにおしべで。このスリラーバークって場所に小僧の仲間がいるってわけだな。ここは今じゃ黒ひげ連合の移動要塞みてえな役割をしてるらしい。 ニコロビンと花の長え男がいるはずだ。ま、俺にはどうでもいいことだがな。バナタが言い出したんだから、ちゃんと協力をし。ほらほらほらほらほら、私も手伝ってやるよ。ここは私の庭みてえなもんだからな。すまねえな。じゃあとっとと片付けちまおうじゃねえか。バタ足も行くわよ。ヒーハー。 Alter, ey, das ist so eine große Karte hier, die Thrillerbark. Und da haben wir jetzt wirklich Robin und auch Lysop, aber der ist in einem Raum, wo wir so nicht rein können. Es scheint ja überhaupt der ganze linke Bereich komplett abgeriegelt zu sein, dass wir da im Moment noch gar nicht hin können. Aber ihr seht ganz richtig, jetzt sind auch Ivankov und sogar Sir Crocodile auf unserer Seite und Perona wird uns auch helfen und Whitebeard ist natürlich unser Kommandant. Na dann, was müssen wir tun? Missionsziel, besiege Lysop und Robin, na das habe ich mir fast gedacht. Erste Anweisung, unterstütze Crocodile und Ivankov. Das werde ich natürlich tun. So, und da ich schon Münzen offscreen für ihn ausgerüstet habe für unseren Mihawk, brauche ich das nicht mehr tun. Ich kann es nur mal ganz kurz zeigen, welche das jetzt in seinem Fall sind. Er hat hier, ne, Poneglyph, Morias Zeichen, Moria und Minotaurus.
Dann hier Jeffs Zeichen, Ruffy und zweimal Namis Zeichen, einmal Bronze und einmal Silber. Markus Zeichen, Marinesoldaten, Drumsoldat und den Himmelsinselkommandanten. Und unter den Fähigkeiten Stylish und Ruhe Gewalt. Und Frank ist weiterhin als Freund ausgewählt, der soll sich ja auch mal auf Stufe 10 aufleveln. Und aktuell im Level 26 und damit beginnen wir die Schlacht. この城にこもってやがるウソップって小僧とロビンとかいう小娘を取り戻すぞ。まずは完全に陣取るゾンビどもを片付けちまえ。来やがった。お前ら援軍が来るまで持ちこたえろよ。任せとけ。俺様がいる限りこの城が落ちることは絶対にね。So, Crocodile bewegt sich jetzt in Richtung Südfriedhof. So, Ivan kommt bewegt sich jetzt in Richtung zentraler Wald. Unterstütze Crocodile und Ivankov. Eine Horde Zombie-Soldaten ist aufgetaucht. Missionsbeginn, besiege Zombie-Kommandanten, bevor die Besetzung sein wird, flieht. Okay, da werde ich das mal machen. Achtung! Spezialangriff! Schwarze Klinge, wilder Schlag! Ja, Mihawk, der hat ganz schön was drauf. So, Platz für das Schloss wurde eingenommen. Das ging ja schnell. Du hast die Zombie-Soldaten aufgehalten. Na klaro! So, Platz für den Schloss eingenommen. Was? Was? Du hast die Zombie-Soldaten aufgehalten. Tja, Mio hat sie voll drauf. Ja, Mora ist ganz schön angepisst. Also Mihawk, der spielt sich mal endgeil, wie man sieht. Der hat schnelle und starke Angriffe. Richtig super, da haben wir nochmal 5000 Berry. Alter, aber wie viele Zombies das hier sind, das ist ja irre. Was? Schlitz, Knacks. Ihr seid mir nicht gewachsen. Ich bin der mächtigste und beste Schwertkämpfer der Welt. Ja, das sind wirklich zu viele Zombies. Es werden echt immer mehr. Die stinken! Die sind so eklig! Ich hasse Zombies! So, Alter, wie geil! So, da haben wir einen Basenkommandant. Den werden wir gleich mal ausschalten. Schön umschlitzen. Watz, 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 watz! Was ist eingenommen? So, da ist noch ein Basenkommandant. Was willst du denn, Mann? Ist eh voll hässlich! Das ist dir nichts zu melden. So, Basen ist eingenommen. Der hat so dermaßen krasse Schnittwellen, also das ist irre. Da sieht man mal, was das Black Sword Juro alles drauf hat. Es ist einfach das beste Schwert der Welt. Für den besten Schwertkämpfer der Welt. So, aus dem Weg, aus dem Weg. Yeah, das ist so geil. Also, als mir zu zocken macht auch richtig Spaß. Wir müssen sowieso mal hier das einnehmen. Den zentralen Wald. Watz, watz, watz. So, verpisst euch. Ich kann natürlich auch mal meinen zweiten Spezialangriff loslassen. Achtung. Müssen wir schön gedrückt halten, die Taste. Schwarze Klinge, die Leere. Das hat gesessen. 56 Kos mit einem Schlag. Also mit einer Combo quasi. Ja, was? Zack. Die haben ja überhaupt keine Chance. Yes. So, jetzt drehen wir hier nochmal richtig auf. Vor allem die Angriffe von mir haben auch so eine geile Reichweite.
Na, das ist vergebens. Die versuchen uns vergebens aufzuhalten, diese Spackos. Sehr lächerlich. So, Anführer Schienen, wo ist er? Da ist er. Kommst du her? Kann man nur so hässlich sein? Und Territorium eingenommen. Ich nehme dieses Land in meine Obhut. Was? Frankie Nippelflutlichter? Oh Mann, ey, Frankie hat zu verrückte Attacken. Genauso wie den Kuck der Buu. Lässt er einfach mal einen fahren. Das ist typisch Frankie. So, vor allem, was ich so krass geil finde, Falkenauge hat 3 SP-Leisten. Nicht nur 2, der hat schon 3. Finde ich auch richtig super. So, was? Sind wir hier noch drin? Zack. Kaffee, da brauche ich im Moment nicht. Okay, jetzt sollte ich aber noch... Ja, Zombies sind halt beim Schloss drauf getaucht. Da soll ich jetzt mal schnell hingehen. So, wir sollen jetzt das Problem mit der Wurzel packen, hä? Das werde ich natürlich tun! Und wilder Schlag! Was, du stehst noch? Unmöglich! It's impossible! Ich bin trotzdem stärker! Watz, watz, watz! Belangsamung stecken Schwierigkeiten, schnell hilf hier! Bin doch schon hier! So, der Platz wurde eingenommen, also! Was soll denn der Quatsch? Du hast die Zombie-Soldaten aufgehalten! So, Mission abgeschlossen! Hey, nutzlose Zombies, hör dir das du erschaffen, Moria. So, nähere dich Pirona und erhalte Informationen. Was hat ihr wohl für Infos für mich? So, Robin hat in den Flora-Kräften einen Doppelgänger erschaffen. Ist ja fies. So, vollständig oben von Zentraler Wald und Südfriedhof. Jawohl, da ist Robin. Und zumindest ein Doppelgänger. So, diese Fake-Robin hat ja nichts zu melden. Verbündete Verstärkung ist aufgetaucht und verteidigt das Territorium. So, Lüsse fängt an zu schießen! Dieser Mistkerl! So, Robins Doppelgänger ist verschwunden! Hier geht's echt runter und drüber, weil hier so viel Rot ist auf der Karte, es gehört alles in Feind. Schwarz, schwarz! Sollte man mal den südwestlichen Platz erleben, wenn's geht. So, da steht schon mal Basis eingenommen worden und schöner Goldschatz, 50.000 wäre ist immer schön, immer cool. So, nimm das! So, Anführer ist erschienen. Wo ist er? Da vorne. So, die haben doch keine Chance. Komm her, du Sack. Ich schlitz dich kaputt. Wilder Schlag. Also Nihok, der ist einfach nur obergeil. Genauso wie man sich halt vom stärksten Schwertkämpfer der Welt erwartet. So, nochmal. Wilder Schlag. Jetzt stirbst du endlich mal! Was? Was? Der lebt ja immer noch! Völlig unmöglich! Einfach unmöglich! Jetzt stirb endlich! Und Territorium eingenommen!
Na geht doch! Ja, ich besetze dieses Land. So, der Kampfgeist des Feindes ist gesunken. Das hat Moria sicher gestunken. Gut. Läuft alles im Moment wirklich gut. So, warum ist hier noch rot? Das gefällt mir nicht. Ich will das ein Zombie-Kommandant. Ey, geh doch mal verrecken. So, ein Schatz ist aufgetaucht. Dann werde ich mir diesen Schatz gleich mal schnappen. Der war da jetzt oben beim zentralen Platz. Habe ich das Blinken sehen? Den will ich unbedingt haben. Das ist wieder eine Geheimnismünze. Oh, Robin's Doppelgänger ist verschwunden. Haha. So, da ist es auch schon. Für die 1000 K.O.s gibt's eine Münze. Geheimnis erhalten. So, macht verdammt nochmal die Tore auf. Was soll denn das? Ja, ich glaube, da muss ich noch ein bisschen helfen. Zum Beispiel da, wo noch diese eine rote Fahne ist. Die gefällt mir da auch überhaupt nicht. Die gehört da nicht hin. So, hier, ne? Hier ist noch ein bisschen der Vorstoß ins Stocken geraten. Aber ich helfe schon. So, da ist ja der Basenkommandant. Watz, Schlitz, Bam, Boom, Bats, Knacks. Und stirbt. Oh, Basis eingenommen. So, Siebenkopf, beeil dich. Oh, wir sind hier nicht zu stoppen. Sind wir jetzt bald mal irgendwie fertig mit dem, was wir vorhaben, hä? Ich denke schon. Die ganzen Zombies sind doch jetzt eh schon weg. So, Ivankov, lass dich nicht ablenken. Das sind doch kleine Fische hier. Keine stinke Zombies. Gut. Sehr gut, das gehört jetzt auch alles uns. Alles kein Problem. So, wo will ich mit dem Kopf überhaupt hin? Alter, wie der läuft. Wie der läuft. Das Einzige, was noch immer nervt, ist... Ah, so, Robins Doppelgänger ist erneut aufgetaucht. Fies, Mann. Was, wir sollen später wieder kommen? Nö, keine Lust. Wir bleiben hier. Wir sind gekommen zu bleiben, Bitch. Also mach ich dich halt nochmal platt. Bist sowieso nur ein Fake. So, wilder Schlag! Voll in die Fresse! Und gleich nochmal! Keine Chance, du hast uns einen Gegenangriff! Und sagt Tschüss! Robin's Doppelgänger ist verschwunden! So, und jetzt? Warum geht's denn nicht endlich mal weiter? So, ich meine, da oben auf der Karte, das sieht aber auch irgendwie seltsam aus. Da werde ich jetzt mal ganz schnell hingucken. Warum geht's denn da nicht weiter? Also, weil da eigentlich auch zu ist, ne? Es sieht aus, als wäre da auch wieder die Tür. Also, nee, genau. Ich muss ja... Wo ist die denn jetzt eigentlich? Warte mal, Streitmachtinformation, wo ist denn Perona? Ach, da unten! Da muss ich jetzt erstmal hin. Es ist ja... Geht zu Perona, um irgendwelche wichtigen Informationen zu erhalten. Fragt sich auch nur, welche das denn sein sollen. So, der Weg zu ist jetzt ein bisschen umständlich. So, Perona, ich komme. Mal sehen, was die jetzt für wichtige Informationen für mich hat. なんだよ。私は隠し部屋にある縄文の可変戦士なんか知らねえぞ。おい、興味深い話をしてるじゃねえか。そいつと一緒にスイッチとやらを探してみろ。 Missionsbeginn unterstützt Perona auf dem Weg zum Haus der Heilung. Das werde ich natürlich tun. Die Tore zu dem Ort zu Weltlicher Platz sind offen.
Na, dann werde ich sie jetzt mal begleiten. Es gibt also einen Schalter für die ganzen Tore, ne? Das ist doch sehr praktisch. So, los, Birona, beeil dich. Mach mal hinne, wir haben keine Zeit. Ich kümmere mich um die paar Zombies, die hier noch übrig sind. Lass dich von denen nicht ablenken. So, Birona kommt ja ganz gut voran. So, wo ist die denn jetzt hingelaufen? Da drüben, Momentchen mal. Was, Robins Doppelgänger ist schon wieder ein Ort aufgetaucht? Du bist doch scheiße. Du bist doch echt mega fies. Ja, da sieht man mal, was man mit der Flora-Flora-Power alles kann. Sogar Doppelgänger kann man damit erschaffen. So, Birona, wo bist du? Du müsstest gleich hier in der Nähe sein. Hier oben. Ja, da ist sie auch schon. Das war da jetzt rechts. Verpisst euch! Die Leere! Vergeht ihm das Lachen. Der Mio hat einfach geile, richtig mega geile Angriffe gehabt hier. Kann man echt nicht meckern. So, Perona, beweg dich. Schneller. Wir sind fast da, oder? Nur noch mit die paar Zombies, die mit den komischen Kugeln, die können mich nicht aufhalten. Haben keine Chance. Yeah, suck. So, Perona, komm schon, mach hinne. So, Perona hat das Haus der Heilung erreicht. Mission abgeschlossen. Die Tore zum Haus der Heilung sind offen. Da ist Lysop, Leute. Da ist Lysop. So, Lysop verteidigt den Schalter. Das werden wir eigentlich sehen, wer hier was verteidigt. Das ist ja lächerlich. So, wieso wir ein bisschen Lysop? Ist gerade passiert. So, der Belagungskapitän flieht. Von den Feinden natürlich. So, Zombie-Kommandant ist wieder aufgetaucht. Fiesmann. Robins Doppelgänger ist ja noch aufgetaucht. Ey, Alter, was ist denn hier los? Lysop zieht sich vorübergehend zurück. Na, eh klar. Mission abgeschlossen. So, Perona hat einen Schalter gefunden. Das Schlosstor ist offen. Endlich können wir überall hin, Leute. Super. So, Zombie-Kommandant ist aufgetaucht, Territorium zu verteidigen. Das werden die sowieso nicht schaffen. Robins Doppelgang ist verschwunden. Ha! Ist doch besser so. So, Moria, Lys und Robin sind aufgetaucht. Das soll ich mal ganz schnell hin. So, eine Schutzeinheit ist in der Nähe der feindlichen Basis aufgetaucht. So, besiege die Schutzeinheit, die feindliche Basis verteidigt. Mach mich doch platt. So, Crocodile bewegt sich jetzt in Richtung Zentralfestung. Ivankov bewegt sich jetzt in Richtung Nordfestung und Territorium eingenommen. Ich unterstütze Crocodile und Ivankov. So, Alter, hier geht richtig die Party ab. Was? Haben doch eh keine Chance.
So, da steht schon wieder im Rückzug. Sich zurückziehen ist das immer schön. So, lecker Fleisch. Ah, gesundheitsvoll, stylvoll. Mihawk hat den Style. Er hat's voll drauf. So. Ich würde sagen, Crocker, dann schafft das hoffentlich auch alleine. Kümmere ich mich mal um den Rest hier oben. Sehr geil, die Slurnebug, die ist so verdammt riesig. Ist ja auch das größte Schiff der Welt. Das ist ja gar keine Insel. Das ist ein Schiff. Ein Schiff, was so groß ist wie eine Insel. So. Die Nordfestung vielleicht noch erobern, das wäre auch ganz wichtig. Und wilder Schlag. Hab ich dich kaputt gemacht, Opfer? Guckst du, Blöde. So, 1500 K.O.s. Und der hätte geschwächten Zong nicht einmal für den Zeitvertreib, ne? Da hast du recht. Das ist ja nicht der Rede wert. Weil ihr wollt es ja nicht anders. Wilder Schlag. Geht doch endlich mal verrecken hier. Zurück in eure Gräber, wo ihr hingehört. Wollen einfach nicht hören, ha? Wollen einfach nicht hören. Anführer erschienen. Wo ist er denn? Ja, wo denn? Da, direkt vor mir. Gar nicht gesehen. So, komm her. Territorium eingenommen. So, die Nordfestung gehört jetzt auch uns. Very good. Vollständige Eroberung von Nordfestung und Zentralfestung. Ja, wer kann, der kann. So, Verbündete verstärken Software und hat begonnen, in Richtung fälliger Basis vorzurücken. Zorro und Sanji sind aufgetaucht, ach du Scheiße! Zorro und Sanji rücken vor, na jetzt ist es aber richtig übel. Das wird jetzt heftig. So, die Tore zur feindlichen Basis sind offen! So, Mori und Korn begonnen sich zum südlichen Platz zurückzuziehen. Ich werde es verhindern! Die Leere! Die werden nicht abhauen. Wird er voll vergessen. Ja, wir können sie nicht entkommen lassen. So, die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Ah. So, halte Lüsse und Korn davon ab, den südwestlichen Platz zu erreichen. Du bleibst mal schön hier, Lüster. Was? Da ist noch ein Schatz aufgetaucht, direkt vor mir. So, stehen geblieben. So, Lüster darf also auf keinen Fall fliehen, weil sonst haben wir verschissen. Der ist aber ganz schön stark, muss ich sagen. Traut man ihn gar nicht zu. So. Warte. Und wilder Schlag. Mann, jetzt piss dich endlich mal. Ja, Lüster zieht sich zurück. Perone ist eine Schwierigkeit, das finde ich nicht so toll. So, Robin, du wirst gefälligst auch hier bleiben, kapiert? Du wirst nicht abhauen. So, Robin zieht sie zurück. Sieg, wir haben gewonnen! Du hast Lysos und Robins Rückzug gestoppt. So, Moria ist erneut am südwestlichen Platz aufgetaucht. Dieser Sack! So, Moria zieht sie zurück. Ey, was für ein Asshole! So, die Stroh-Whitebeard Allianz wurde von der Blackbeard Allianz besiegt. Was?
Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Naja, egal. Leute, wir haben es trotzdem geschafft. Rang A. Und ich muss sagen, mit Miok bin ich vollstens zufrieden. Der hat geile Kampftechniken. Der kann ordentlich aussehen. Ist trotzdem noch schnell und stark. Also richtig super geil. Hat mir Spaß gemacht, jetzt mit ihm zu zocken. Aber trotzdem bin ich jetzt gespannt, was das für Auswirkungen auf die Story haben wird. Hoffentlich sind Lysop und Robin jetzt endlich wieder normal. Wir werden sehen.危険に強さなどない。ロビー、ウザップ。ごめんなさい。ずいぶんひどいことした。俺はもう何が何だかさっぱり。いいよ。悪いのは黒ひげのやつだからな。ゾロとサンジを連れ戻せなかったのは残念だったけど。でも 2人だけでも戻ってくれて。 よかった。すまねえ。こっからの活躍に期待しててくれ。そういや、モリアも逃げちまったな。あいつ何企んでるんだ？詳しいことは分からないけど、モリアと黒ひげはお互いの力を利用しようとしているんじゃないかしら。そうか。次に会ったらぶっ飛ばしてやる。でもまずはゾロとサンジだな。 あいつらの強さは主力級だからな。きっと黒ひげと一緒にいると思うぜ。でも黒ひげの居場所もわからねえんだ。いるとすればエニエスロビーだな。最近はそこを拠点に勢力を伸ばしてるんだ。本当か？よし、今度こそゾロとサンジを連れ戻すぞ。イワちゃんは戦力の増強が大事って言うけどよ、俺たちの最大戦力は一味が全員揃うことだ。 ゾロとサンジを連れ戻して、俺たちの最大戦力で黒ひげと戦うんだ。 Ach ja, was bin ich doch froh, dass jetzt Lysop und Robin endlich wieder bei uns sind. Jetzt fehlen echt nur noch mehr Zoro und Sanji. So, es gab jetzt nochmal ein Level auf für Mihawks, Level 27, sehr schön. Und auch ein Freundeslevel für Frankie. Und Fähigkeit voran erhalten Synergie Plus, erhöht die Angriffskraft während eines Crew Strikes. Und wieder ein paar neue Münzen. Da haben wir einmal Robins Zeichen, das ist neu, und ein Dial. Und nochmal Robins Zeichen in Silber. Und das Pirate Warriors 2 Logo auch in Silber. Und dann noch diese Superschleuder Kabuto, oder wie die, glaube ich, jetzt heißt, von Lysop. Und noch ein weiteres Zeichen, was mir jetzt nicht sofort einfällt. Ist das Überkopfzeichen? Na, kann sein. Und die erhaltenen Münzen wurden in die Fähigkeitsnotiz eingetragen. So, wir haben wieder ein Bingo. Teamfähigkeit erhalten. Kombo-Verbesserung. Verbessert Quadrat 3. Kombo leicht. Und noch eine Teamfähigkeit erhalten. Schnelles Aufladen. Verringert die Aufladezeit, die Angriffe zum Aufladen benötigen leicht. Sehr schön. Fehlen aber leider noch die Münzen von Sanji und von Zoros Zeichen. Und dann könnten wir das Bingo auch komplett haben. Yeah, nochmal richtig viel Geld, über 1 Million, das ist richtig super. Und du kannst jetzt als Lysop spielen. Und du kannst jetzt als Robin spielen. So, Lysop kann jetzt als Freund mitgenommen werden. Und Robin kann jetzt als Freund mitgenommen werden. Und Freund-Episode Log von Lysop ist jetzt gerade Log verfügbar und auch der Log von Robin. Und ein neuer Gegenstand in der Rallye zur Verfügung und natürlich wieder was im Bärenshop ist neu. So, und da gibt es tatsächlich noch eine 5. Episode, die offenen Tore zur Hölle. Allerdings sind wir dann wohl wirklich in Water 7, wie es scheint. Na, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Also, bis zum nächsten Mal bei Pirate Warriors 2, Leute. Tschüss!